Welches VR-Headset ist das Richtige für Einsteiger? Genau darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Sebastian Ang von EMATV und hier mit mir im Studio ist Marco von New VR Tech. Marco, schön, dass du hier bist. Ja, danke. Hallo. Und ja, wir haben uns überlegt, das wäre vielleicht mal ein interessantes Video für Leute, die in die virtuelle Realität ja einsteigen wollen. Ne? Die einfach mal jetzt im August 2021 sich fragen, welches Headset ist denn das Richtige für Einsteiger? Und da gibt es dann zwei verschiedene Herangehensweisen. Die erste ist, ihr habt keinen Gaming-PC und ihr wollt ohne Gaming-PC in die virtuelle Realität einsteigen. Oder ihr habt schon einen Gaming-PC, ihr seid PC-Gamer und ihr sucht einfach ein Headset, mit dem man ja die beste Performance oder einfach das beste Erlebnis in der virtuellen Realität mit einem Gaming-PC haben kann. Genau. Genau. Und ja, für Einsteiger ohne Gaming-PC. Marco, was würdest du empfehlen? Was sind die Optionen? Das ist ganz leicht. Da gibt es eigentlich nur gerade zum Empfehlen die Oculus Quest 2. Und ich sag mal, an sich ist das auch gar nicht schlecht, weil technisch ist das Gerät wirklich super. Also es beherrscht richtig viele Sachen. Und wenn ihr später auch nochmal einen Gaming-PC haben solltet, dann könnt ihr es auch genauso weiterverwenden, es daran anschließen und eben ohne PC Standalone betreiben. Also Games runterladen im Store, drauf installieren und überall, wo ihr seid, damit spielen. Genau, also die Quest 2 ist, genau, wie du schon gesagt hast, ein Standalone-Headset. Also man braucht keinen Gaming-PC. Es gibt einen Store und da gibt es eine Menge von Spielen. Also eigentlich die meisten Spiele, die man spielen möchte. Ja. Beat Saber, also es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Spiele in dem Store. Und die ganze Experience ist gut. Ne? Also es ist alles sehr streamlined. Ja. Es funktioniert einfach gut. Man wird sehr gut in die virtuelle Realität hineingeführt. Und ja, ein Top-Gerät. Absolutes Top-Gerät. Kosten 349 Euro für die kleinere Version mit 64 GB. Die gibt es bald nicht mehr. Also jetzt in diesem Moment vielleicht lieber nicht, nee, auf keinen Fall die 64 GB Version kaufen. Es gibt bald die 128 GB Version, die auch genau zum selben Preis angeboten wird. Ja. Genau, also dann die Version oder die Version kaufen, die 256 GB hat. Also ich denke mal, mir persönlich würden 128 GB reichen. Was sagst du? Ja, ich habe 64, das reicht mir auch. Genau. Liegt aber auch daran, dass ich einen Gaming-PC habe natürlich. Okay. Ne? Wenn ich alles nur Standalone da draufladen müsste, hätte ich keine Lust, das immer wieder zu deinstallieren, weil da auch kein Cloud-Safe-Gaming irgendwie stattfindet. Das heißt, wenn du das deinstallierst, ist auch alles weg an Progress. Ja. Und es gibt natürlich noch einen Vorteil, der auch ein Nachteil ist, nämlich Spiele wie Resident Evil 4 VR sind bald oder kommen bald raus und exklusiv nur Standalone auf der Quest 2 erhältlich. Also da könnt ihr den Rechner haben, wie ihr wollt. Da braucht ihr so eine Brille, wenn ihr das spielen wollt. Im Vergleich aber habt ihr weniger Full-Fledged Singleplayer Experiences, irgendwie wie Half-Life Alyx oder sowas. Das findet ihr im Store natürlich nicht. Da ist die Hardware einfach begrenzt. Und ich muss aber sagen, trotzdem für den Preis macht man nichts falsch, weil man es ja, wenn man dann irgendwann das Upgrade machen will auf dem Rechner, trotzdem immer noch benutzen kann. Und zwar sehr gut. Stimmt. Aber in Deutschland ist das Ganze nicht erhältlich. Das heißt, ihr müsst das aus dem Ausland importieren, zum Beispiel aus Frankreich von Amazon.fr. Aber das ist auch kein Problem. Ja. Das schafft man. Ne? Genau. Das geht und ist auch in zwei Tagen bei euch. Ich habe es auch aus Frankreich importiert und dann geht das. Ich kann euch auch einen Erfahrungsbericht kurz geben, wenn mal was sein sollte mit dem Gerät. Den Fall hatte ich. Ich habe mir nämlich einen Elite-Strap gekauft dazu. Also man kann da Zubehör kaufen. Das gibt es so, für jedes Headset gibt es Zubehör. Und das ist kaputt gegangen, das ist gebrochen. Und das habe ich auch natürlich bei Amazon Frankreich gekauft. Und ich habe genau den gleichen Service wie in Deutschland bei Amazon.de. Cool. Also schickst das zurück, du musst zwar die Versandkosten vorstrecken, aber wenn es dann angekommen ist und das Gerät, die Kosten des Geräts erstattet werden, kannst du dich dann melden und kriegst dann nach Einreichung der Rechnung beispielsweise vom Paketdienst dann dort das erstattet. Also braucht ihr keine Angst haben in Sachen Gewährleistung. Was Garantie angeht, muss ich aber auch sagen, das ist ein Nachteil, dass man das hier nicht kaufen kann, gerade in Deutschland. Ja. Weil da habe ich mich nämlich zuerst an Oculus gewendet und die haben mir ganz klar gesagt, du kannst das hier nicht kaufen in Deutschland, also können wir dir nicht helfen, wende dich an deinen Händler. Ne? Das ist natürlich doof. Aber Amazon ist sowieso immer die ist Stelle top. Der Wahl, wenn irgendwas ist. Ich gehe eigentlich nie zum Händler, zum Hersteller. Ja. Also das passt schon. Also ohne Probleme kann man sich das doch kaufen dann über Amazon Frankreich oder Spanien, also das passt.
Aber leider, jetzt kommt das große Aber für mich persönlich, für viele andere von euch auch. Leider gibt es schon ein Problem mit der Quest 2, und zwar wird man dazu gezwungen, sich mit seinem Facebook-Account einzuloggen. Das heißt, ohne Facebook-Account geht da gar nichts. Und wer jetzt sagt, okay, dann macht euch doch einfach irgendwie einen Fake-Account, das ist auch nicht erlaubt. Mhm. Und wenn ihr euch dann über den Fake-Account was kaufen wollt, ja, dann ist es auch schon zu Ende, denn ihr müsst mit eurer echten Kreditkarte natürlich die Spiele bezahlen. Also das ist nicht so schön natürlich, und da habe ich auch ein ganzes Video drüber gemacht, was ihr euch hier mal anschauen könnt, wenn ihr tiefer in dieses Thema hineingehen wollt. Also das ist leider immer das große Aber, ne, bei der Quest 2. So ist es. Man sollte einfach sensibel dafür sein, es wissen, und dann kann man entscheiden, ob man das eben befürwortet oder nicht. Fakt ist, es gibt in der Hinsicht keine Konkurrenz. Ja, und das ist natürlich auch das große Problem, ne, dabei. Genau. Und deswegen kann man dann entscheiden, ob man den Weg gehen möchte oder nicht. Ich denke mal, das ist es, wenn man sich da schlau gemacht hat, wenn man sich dem bewusst gemacht hat, was man da macht, beziehungsweise dass man in dem Moment dann schon das Produkt ist für Facebook, das aber okay ist, ja, dann ist es einfach ein geiles Headset. Richtig. Kann man ja anders sagen. Und ich bin auch sehr skeptisch, wie ihr vielleicht wisst, was das ganze Facebook-Thema anbelangt. Aber ich muss auch sagen, das Headset ist genial. Ja. Es bietet unglaublich viel für das Geld. Und es gibt viele Exklusivtitel. Also als VR-Enthusiast kommt man da momentan nicht drum rum, oder? Nein, wirklich nicht. Also auch wenn man an so Sachen denkt wie Cloud Gaming, ja, man kann dort Flat-Spiele auch über die Cloud quasi zocken. Alles noch nicht so offiziell, aber das geht mit recht wenigen Eingriffen, genau. Das geht so richtig gut. Also sowas wie Stadia oder Xbox Cloud Gaming, genauso wie aber auch VR Cloud Gaming. Das heißt, Dienste wie Plutus 4 sind gerade im Kommen. Ja, da gibt es Alpha-Version, Beta-Version, und da habe ich zum Beispiel auf meinem Channel auch ein Video zu gemacht. Das ist auch wirklich schon richtig gut. Oder Shadow, die leider so ein bisschen gerade zu kämpfen haben auf dem Markt. Ne, die waren ja in der Insolvenz und wurden dann aufgekauft. Ja, und da lief das zusammen mit Virtual Desktop, wirklich ein Must-Have-Produkt auf der Quest 2. Wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also da habt ihr auf jeden Fall auch ein Gerät, was für die Zukunft gerüstet ist. Ja, also absolut top, und kann man ja nicht sagen. Also, aber leider gibt es immer dieses Aber. Wenn es dieses Aber nicht geben würde, das so empfehlen, sofort. Und es ist einfach schade, dass wir dieses große Aber halt immer auch ansprechen müssen. Einfach damit Käufer die Chance haben, sich selber darüber zu informieren. Richtig, das ist es. Genau. Ja, dann, wenn man absolut diesen Facebook-Login nicht haben möchte und trotzdem ein Standalone-Headset sich kaufen möchte, gibt es noch eine andere, ich mag es kaum sagen, Alternative, denn das ist die Focus 3 von HTC, auch ein Standalone-Headset, kostet 1.399 € und ist nicht für Konsumenten gedacht. Es ist für Enterprise-Customer, für Geschäftskunden gedacht. Ja. Deswegen auch so teuer, ne? 1.399 € und auch ein schönes Headset, aber die haben eben keinen Store, keinen eigenen Store mit Spielen. Es gibt zwar ein paar Spiele in deren Store, aber kann absolut nicht mit Quest mithalten, und deswegen können wir das nicht empfehlen. Genau, nee, man kann es ja offen sagen, es gibt 4 oder 5 Spiele. Ja, genau. Also und davon ist ein Snake, also etwas, was man auch nicht spielen will. Ja, okay. Keine Option. Ja, genau, also das nicht. Vielleicht für Leute, die einen Gaming-PC haben und wirklich nur streamen wollen, könnte es vielleicht eine Option sein. Vielleicht. Vielleicht, aber gut. Nichts. Aber da muss man ja auch sagen, wenn wir gleich auf die anderen Brillen kommen, mit einer Wireless-Option, die wir da auch haben, dann ist es preislich halt auch. Stimmt, ne? Genau. Ja, also Einsteiger ohne Gaming-PC, Quest 2. Aber informiert euch eben über die Einschränkungen wegen dem Facebook erzwungenen Login. Ja, dann der zweite Fall, das ist, ihr habt einen Gaming-PC, ihr seid Gamer und ihr wollt jetzt endlich in die virtuelle Realität einsteigen und sowas spielen wie Half-Life Alyx. Ja, also das ist natürlich immer noch ein super Grund. Also man muss Half-Life Alyx gespielt haben. Ja, wirklich. Oder? Also das ist auch in 2D nicht rüberzubringen, wenn ihr das irgendwo seht im Stream. In dieser Welt zu sein, diese Gefühle zu erleben, die Angst, die Freude teilweise auch. Also das ist schon super. Es ist einfach nur unglaublich. Man kann es auf dem Bildschirm nicht erleben, weil es langweilig ist, da nur so zuzugucken oder das nur auf dem Flat-Bildschirm zu spielen. Ja.
in VR und deswegen seid ihr auch hier, weil euch VR interessiert. Genau. Es ist wirklich eine neue Dimension. Das ist nicht irgendwie was vorher Full HD, jetzt 4K. Nein. Man ist drin. Ihr seid drin. Ja, also, genau. Ihr wisst das schon, ihr habt das schon mal gehört und jetzt wollt ihr euch eine Brille kaufen. Ihr habt den Gaming-PC, habt ihr schon. Ja. Marco, was würdest du sagen? Ja, auch da kann man beginnen mit der Quest 2, weil ja, das auch da kein schlechtes Gerät ist. Also Oculus bietet da eine Möglichkeit, dort über ein USB 3.2 Generation 1 Kabel eben diese Brille an den PC anzuschließen. Jetzt wisst ihr schon, ein normaler DisplayPort, ein DisplayPort-Anschluss hat viel mehr Datenrate als ein USB 3.2 Generation 1 Anschluss und deswegen gibt es da so einen kleinen Nachteil, dort gibt es Kompression. Ja. Ich muss aber sagen, das machen die schon sehr gut. Also wirklich? Latenz und Kompression sind, glaube ich, für einen Einsteiger und auch für viele, viele, die das regelmäßig nutzen, VR, kaum ein Problem. Also wirklich nicht. Und vor allem nicht für das Geld, das muss man auch mal ehrlich sagen. Ja. Was da an Qualität geboten wird, ist gar kein Problem. Noch besser finde ich allerdings die Möglichkeit, das drahtlos zu nutzen. Auch schon eingebaut. Also ja, auch eingebaut mittlerweile. Facebook macht einen hervorragenden Job, richtig. Kann man nicht anders sagen. Genau, mit AirLink oder alternativ eben zuvor immer Virtual Desktop. Kann man dann selber gucken. Virtual Desktop ist aber kostenpflichtig, einmalig 20 Euro. AirLink ist dabei und dazu braucht ihr halt eben einen guten Router, der im selben Raum steht, mit 5 GHz. Das müsst ihr einfach auch testen. Ne? Also da gibt es zwar Empfehlungen, aber letztlich probiert es erstmal mit dem Gerät, was ihr schon zu Hause habt. Und wenn ihr dann irgendwie merkt, ihr habt Mikroruckler oder sowas oder irgendwas läuft nicht über AirLink, so wie das dann heißt, dieses Wireless Streaming, dann könnt ihr immer noch aufrüsten. Und das ist das Gute bei der Quest. Du zahlst 249 Euro und kannst in jede Richtung aufrüsten. Sei es Komfort, sei es Kabel, sei es Router, Wireless Streaming, ja. Du gehst in jede Richtung. Die Sache ist aber auch, man muss teilweise aufrüsten. Vielleicht. Oder man hat ein besseres Erlebnis, wenn man aufrüstet. Zum Beispiel die Quest 2, die hat halt eine Batterielaufdauer von ungefähr 2 Stunden. Genau, richtig. Und ich habe dann mir noch das Elite-Strap dazu gekauft, ein besseres Headstrap. Dann wird das Ganze noch gemütlicher, hat eine bessere Balance und man kann eben 4 Stunden spielen. Ja. Ja, es summiert sich schon. Dann kauft man sich vielleicht ein gutes Kabel, ja. Auch nochmal 40 Euro oder so. Also es kommt immer noch was dazu. Aber das Gute ist, auch die Audiolösung ist okay, aber es geht auch noch besser. Du hast vollkommen recht, genau. Ja, also ich finde es halt cool, dass man aufsteigen kann, gerade für Einsteiger. Ne? Also ich finde, als Einsteiger soll man auf keinen Fall das teuerste und angeblich beste sofort holen. Erstmal gucken, ob einem das gefällt. Es wird euch gefallen, aber damit meine ich, dass ihr euch daran gewöhnt, dass ihr erstmal an ein paar Mechanik in VR rangeführt werdet. Ja. Und dann könnt ihr sagen, ey, jetzt habe ich nochmal ein Huni über, kaufe mir nochmal einen Elite-Strap oder ja, hier nochmal da was. Das ist cool, ja, auf jeden Fall. Ja. Die haben das perfekt geplant. Weil auch dieser erste Preis von 349 Euro ist halt günstig, aber ist auch schon gut, was man bekommt. Ach, und dann kann man eben noch was nachkaufen, was noch besser ist. Aber auch hier muss ich wieder dazu sagen, wieder mit dem kleinen Sternchen, auch hier braucht ihr den Facebook-Login. Es ist nicht so, dass wenn ihr jetzt Half-Life Alyx spielen wollt, dass ihr das einfach machen könnt, ohne dass ihr euch mit eurem Facebook-Login da einloggt. Also auch hier ist das auch so. Ja. Ihr könnt die Quest 2 nicht benutzen ohne Facebook. Genau. Ja, also trotzdem ist die Quest 2 auch hier eine gute Einsteigeroption. Total. Genau. Dann das nächste Headset, was wir beide empfehlen können, ist die HP Reverb G2. Das ist dann von der Bildqualität nochmal ein Stückchen besser, auf jeden Fall. Also, ein Stückchen ist gut, oder? Ja, ein gutes Stückchen. Ja. Also ein richtig gutes Stückchen. Ja. Also wer in VR für Konsumenten momentan so die beste Bildqualität erleben möchte, der bekommt das mit der HP Reverb G2. Die kostet 599 Euro momentan bei Bestware mit 50 Euro Cashback, also ungefähr 550 Euro. Und da ist dann aber schon alles so mit dabei. Das heißt, ihr habt schon das beste Audio, was es momentan gibt, in VR, nämlich Kopfhörer, die über euren Ohren so schweben und die gar nicht berühren, so wie bei der Valve Index. Wirklich, wirklich tolles Audio, das beste, die besten Visuals, das beste Bild in VR, guten Komfort. Also wirklich, wirklich schön. Aber ist auch nicht alles toll. Genau. Ne? Gibt auch ein paar Nachteile, Marco. Ja, also es ist so, dass die Quest 2 so das Gerät ist, was alles gut kann, aber nichts perfekt.
Und bei der G2 kommen wir jetzt in Bereiche, wo es wirklich Punkte gibt, die perfekt sind, wie das Audio, der Komfort, auch die Bildqualität. Aber es könnte beispielsweise sein, weil man da nicht so richtig alles gut justieren kann an eurem Kopf, dass ihr ein sehr kleines sogenanntes Sichtfeld habt. Also, dass ihr eben... Also sehr klein würde ich nicht sagen. Ich würde sogar sagen, es ist größer als bei der Quest 2. Definitiv. Aber das Problem ist ja eben, wir haben das Glück, dass wir da ein gutes Sichtfeld haben. Ich kann mir aber schon vorstellen, wenn man eben, weil die Augen weit im Schädel irgendwie sind, dass man dadurch eben ein kleineres Sichtfeld haben könnte. Ne? Und, aber das hat man dann ja auch bei der Quest 2. Ja, insgesamt bist du aber schon näher dran bei der Quest 2. Das stimmt. Ja, genau, also das stimmt. Da muss man das Ganze noch modden. Genau. Was aber auch recht einfach geht. Ja, es ist halt nur so ein Bummer irgendwie, ne? Wenn du das dann aufsetzt und dann auch, jetzt muss ich noch was modden irgendwie. Ja. Aber da gibt es mittlerweile auch All-in-One-Lösungen, so für 30 Euro, Gaskets, also Gasket bedeutet Gesichtseinsatz, wo ihr dann näher an die Linsen rankommt. Ja. Aber ihr merkt schon, da wird es dann jetzt wieder nicht so leicht. Ihr habt da wirklich ein Headset, was in einigen Punkten das Beste ist. Und gleichzeitig aber, du wolltest wahrscheinlich vor allem aufs Tracking hinaus, möglicherweise eben, wenn ihr eure Controller dann in VR habt, dass sie auf einmal eben ja, die Bewegung nicht erkennen, weil die Kameras an der Stelle sind, wo die Controller entsprechend unsichtbar sind für die Kameras. Und ich muss aber sagen, ich glaube, gerade für Einsteiger ist das weniger ein Problem als Leute, die schon das beste Tracking genau. kennen. Ich glaube ganz ehrlich mal, dass für 99% der Benutzer, der Einsteiger, die sich das als erstes Headset kaufen, dass die damit überhaupt keine Probleme haben. Selbst ich, ja, wo ich wirklich alles hier habe, habe keine Probleme mit der G2 zu spielen. Nein, du kannst alles spielen. Du kannst alles spielen, definitiv. Bei der Cosmos kannst du nicht alles spielen. Genau. Also ein Gerät aus der Vergangenheit, wo wir heute nicht drüber reden. Aber damit kannst du alles spielen. Und du hast recht, hier Thema Einsteiger, ohne dass das irgendwie jetzt schlecht ist oder so. Ne? Aber Thema Einsteiger, wirklich eine super Brille. Und wir können nur sagen, wir sind keine Einsteiger, sondern Enthusiasten und wir benutzen sie. Ne? Genau. Also das ist ja auch ein gutes Zeichen. Genau. Ich kann euch auch nochmal ein Video von mir verlinken, wo ich wirklich in depth in dieses Tracking-Thema gehe für die G2. Und das verlinke ich euch mal hier. Dann könnt ihr mal schauen, was so die Unterschiede sind. Mhm. Also es gibt andere Tracking-Methoden, die sind besser, auch von der Quest 2. Ja. Ja, aber das Tracking ist wirklich nicht schlecht. Genau. Genau, ja, also die G2 ist ein schönes Headset. Und ich glaube, für dich immer noch dein Go-To-Headset, ne? Mein Daily Driver. Ich habe viele Headsets, aber die G2, die setze ich auf und denke mir, wow. Also ist einfach so. Ich würde euch empfehlen, beim Rechner mit der G2 zu beginnen, wenngleich die Quest 2 wirklich eine gute Wahl ist als Einsteiger, aber wenn ihr, weil das ist, der Preisunterschied ist nicht so groß, ne? 550 Euro mit Cashback jetzt gerade beispielsweise, die kann man schon ausgeben für ein richtig gutes PC-VR-Headset, wo ihr auch nichts weiter braucht in der Theorie, ne? Also nicht noch irgendeine Basisstation, also das ist alles inklusive. Ja. Genau. Wie sieht's aus jetzt für Leute, die noch ein bisschen mehr Geld investieren können oder vielleicht auch sogar wollen und die ein besseres Tracking haben wollen? Denn das Tracking der G2 ist okay, aber es ist eben nicht perfekt. Ja. Was haben wir da, was wir den Einsteigern, die ein bisschen mehr Geld investieren wollen, empfehlen könnten? Ja, wir haben, was das Tracking angeht, vor allem für Enthusiasten, also Einsteiger, die direkt voll einsteigen möchten in die VR-Welt mit dem quasi besten Tracking, was es gibt, die Valve Index natürlich, die gibt es schon seit 2019 und ist in diesem Ökosystem, das SteamVR-Ökosystem und hat durch dieses das Lighthouse-Tracking eben und durch die Basisstation, die man da auch braucht, für wirklich das allerbeste Tracking, was man überhaupt finden kann. Nachteil ist allerdings natürlich, man hat die Stations, ne? Genau, man hat die Basisstationen, die man fest aufstellen muss. Das heißt, ihr werdet sie wahrscheinlich dann bei euch zu Hause aufstellen oder an die Wand montieren müssen. Und dann habt ihr eben genau diesen einen VR-Space und da könnt ihr dann spielen. Aber wenn ihr jetzt mal zum Kollegen gehen wollt und dem auch mal VR zeigen wollt, das geht dann nicht so einfach wie mit einer G2 oder wie mit einer Quest 2. Und auch vom Preis ist es ein bisschen teurer. Das Gesamtpaket kostet 1.079 Euro. Da ist dann die Brille dabei, die Valve Index also, die Basisstation und die wirklich guten Controller auch. Das sind die Valve Index Controller, die auch noch Finger-Tracking haben, besser sind als die Controller der G2 und auch besser als die der Quest 2, also mit mehr Funktionen. Genau. Ne? Und das ist schon ein schönes Headset.
Aber ich weiß, dass du es jetzt momentan neuen Einsteigern nicht unbedingt empfiehlst, aber richtig. Weshalb nicht? Ja, ich sagte ja gerade schon, das Headset ist aus 2019 und das merkt man auch. Also vor allem in Sachen Bildqualität kann es aus meiner Sicht nicht mehr mithalten. Schade ist, dass leider der Preis überhaupt nicht gesunken ist, weil entweder das Angebot, also die Stückzahlen, einfach sich nicht verbessern oder die Nachfrage immer noch so hoch ist, dass das ich preislich... Übrigens. Das glaube ich tatsächlich. Das kann ja sein, genau. Aber Fakt ist, ich sehe mit diesem hohen Preis von 1079 Euro als Einsteiger dieses Headset nicht mehr als zeitgemäß an, wenngleich es natürlich, was das Headset alles bietet, auch kaum Alternativen gibt in dem Bereich. Ne? Ich will halt, man kann halt sagen, jemand, der VR noch nicht kennt, der kann zwar vielleicht damit starten, weil das ist für ihn ja dann das beste Bild, aber es gibt halt schon viel besseres Bild mit der G2 beispielsweise. Ja. Oder eben auch einer anderen Brille, nämlich? Nämlich der Vive Pro 2. Aber ich möchte noch ein bisschen bei der Vive Index bleiben, denn ich hatte ein bisschen eine andere Meinung als der Marco. Man muss ja nicht mal genau derselben Meinung sein. Also ich würde die Vive Index immer noch empfehlen, denn für 1079 Euro ist es ein wirklich tolles Gesamtpaket. Du hast die Basisstation, du hast die besten Controller, die es auf dem Markt gibt. Du hast eine Brille, die ein gutes Sichtfeld hat. Vom Sichtfeld ist es ein bisschen größer noch als die G2 und andere Headsets. Du hast viele Einstellungsmöglichkeiten. Du hast eine super tolle Verarbeitungsqualität. Du hast zusammen mit der G2 das beste Audio. Du hast ein Mikrofon, was unglaublich gut ist. Das stimmt. Ja, ja. Also auch, wirklich. Auch mal an die Mitmenschen denken, mit denen man spielt. Mal, genau, ja. Oder wenn man vielleicht ein Content-Creator ist und nochmal ein Video raushauen möchte, wie wir beide, das geht mit der Vive Index ohne Probleme. Ja. Ja, du hast da eine Mikrofonqualität, die so gut ist wie hier ein Studiomikrofon. Es ist wirklich fantastisch. Ja. Du hast recht, von der Bildqualität kann es nicht mehr so mithalten mit einer G2, aber es ist immer noch wirklich gut. Und sie haben, obwohl die Auflösung nicht so hoch ist, trotzdem wenig Screen-Door-Effekt. Die haben echt noch weniger Screen-Door-Effekt als zum Beispiel eine Quest 1. Das stimmt. Ja, also es ist immer noch wirklich ein schönes Bild auf einem großen FOV. Und ich persönlich kann da immer noch sagen, ja, das könnt ihr euch immer noch in 2021 kaufen, meiner Meinung nach. Aber ja, es gibt eben Headsets mit einer besseren Auflösung, die einfach noch mehr Details darstellen können, wie die G2 oder eben auch wie die HTC Vive Pro 2. Und darum geht es jetzt. Die HTC Vive Pro 2 ist auch ein Steam VR Headset, jedenfalls vom Tracking her. Und das heißt, man braucht auch Basisstationen, genau dieselben Basisstationen wie die Vive Index. Und auch von den Controllern ist die kompatibel, zum Beispiel mit den Vive Index Controllern oder mit den eigenen Vive One Controllern. Das Headset alleine kostet 799 Euro. Das ist leider etwas teuer, wenn man sich überlegt, dass die Vive Index ohne Basisstation nur 539 Euro kostet. Also wesentlich günstiger. Und ja, was macht die Vive Pro 2 besser als die Index? Ja, tatsächlich nur das Display aus meiner Sicht. Also und ein bisschen weniger Godrays, finde ich. Ein bisschen weniger. Ja, das stimmt. Aber auch ein bisschen anders. Ich finde, da sieht man häufiger die Ringe. Ja, stimmt. Also es ist zwar nicht so stark, diese Einstrahleffekte, dieser Glare, aber man sieht die Ringe der Linsen. Aber es ist ja ein Einsteigervideo. Damit müsst ihr euch gar nicht beschäftigen, denn es geht jetzt vor allem darum, was für euch als Kauf eben jetzt gut wäre. Und ja, da kann man sich über die Pro 2 jetzt streiten. Die macht zwar das Display ist zwar besser als bei der Index, aber ich finde, ja, fast so ziemlich alles gegenüber der Index ist, also auf jeden Fall nicht besser, aber eher schlechter. Ne? Also der Ton ist eher schlechter, das Mikrofon ist auf jeden Fall schlechter. Der Komfort ist gut, aber auch nicht besser, aber trotzdem gut, der Komfort ist in Ordnung. Die Software-Implementierung, was man dazu braucht, die Vive-Konsole, die finde ich ist etwas, was auf jeden Fall nicht mit was Positivem glänzt, sagen wir es mal so. Da ist halt bei der Index vor allem diese native Integration. Ja, das ist besser. In Steam super, genau. Das ist halt Software und Hersteller aus einem Haus. Und da kann ich schon fast für den hohen Preis, 1420 Euro müsste man für die Pro 2, zwei Basisstationen und die Index-Controller auf den Tisch legen. Und das finde ich das einfach, ist zu viel. Wenn wir hier über Einsteiger reden, überhaupt nicht gerechtfertigt. Und gleichzeitig ist das wirklich auch kein Headset, was in allem irgendwie gut ist. Ne? Also das Display ist super, aber mit der Quest 2 beispielsweise, wenn ihr eben natürlich Facebook beachtet,
habt ihr trotzdem ein besseres Gesamtpaket für den Preis. Also ja, bang for the buck, wie du gesagt hast. Ja. Ja, genau. Ja, das kann man dir nur sagen. Deswegen, es gibt auch ein Gesamtpaket von der Vive Pro 2 mit Basisstation und Vive Warns Controllern. Das sind etwas ältere Controller von HTC. Können wir von abraten, ganz klar, weil die einfach nicht mehr gut genug sind im Vergleich zu den Vive Index Controllern. Aber das kostet ja auch eigentlich genauso viel. Kostet ungefähr genauso viel, ja. Also es ist nicht günstig. Und ich persönlich würde euch dann sagen, ja, holt euch lieber das Vive Index Gesamtpaket für 1079 Euro. Und wahrscheinlich werdet ihr damit schon zufrieden sein, ganz ehrlich gesagt, als Neuansteiger. Aber wenn euch dann irgendwann die Auflösung dann doch nicht mehr passt, dann könnt ihr eben doch auf upgraden zur Vive Pro 2 und habt dann schon die Basisstation und die Controller. Das stimmt, ja. Ja, das war auch der Grund, warum viele jetzt überhaupt zu Pro 2 upgraded sind, weil sie die Index beispielsweise hatten, wollten ein besseres Bild und brauchten dann nur noch das Headset. Aber das ändert ja auch nichts daran, dass das HMD Head-Mounted Display, also das Headset, trotzdem 800 Euro kostet alleine und so eine Quest 350 Euro, das ist alles dabei. Ne? Also ihr seht schon, oder auch bei einer G2 550 mit Cashback oder 600 Euro, da hat man schon das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Keine Frage. Also definitiv, ja. Das stimmt, genau. Ja, was würdest du so sagen jetzt? Was, wenn dich einer fragt, du die Chance hast, eine Antwort zu geben, PC-VR-Headset. G2. Ja, ich auch. Okay, cool. Okay, also, das ist einfach wirklich ein tolles Gesamtpaket für den Preis einfach. Richtig. Es hat das beste Bild, hat Tracking, was okay ist, ist komfortabel, man braucht keine Basisstation aufstellen. Es ist einfach wirklich ein super tolles Gesamtpaket. Und das ist gerade nicht abgesprochen gewesen, diese Antwort. Das war einfach nur jetzt spontan und ja, definitiv. Richtig. Das ist das, was ich empfehlen würde. Ich würde sogar eigentlich Quest 2 sagen. Ach so, aber okay. Mich interessieren oder für Quest mich. Quest 2 definitiv allem, fantastisch. Genau. Auf jeden Fall fantastisch. Für mich ist aber vor allem die Bildqualität am allerwichtigsten, weil ich immer noch in Staunen komme, obwohl ich jetzt schon so ein Enthusiast bin in VR. Und immer wenn ich die G2 aufsetze, denke ich, wow. Bei der Quest 2 denke ich, ey cool, das Headset kann so viel. Ja, ich kann Wireless streamen, ich kann Standalone spielen, ich kann es überall hin mitnehmen. Ja. Genau. Das ist da mein Wow-Effekt. Und bei der G2 vor allem die Bildqualität. Und das macht bei mir die stärkste Immersion aus. Mhm. Und deswegen war da auch meine Antwort G2, wenn man ja schon so einen leistungsfähigen Rechner sehr wahrscheinlich dahinter hat. Wenn du Half-Life Alyx spielen möchtest, und zwar in der besten Qualität, die es gibt, dann auf jeden Fall G2. Aber viele Leute werden sich das Video angucken, die haben eben keinen Gaming-PC und dann klar Quest 2. Aber eben nur, wenn man damit einverstanden ist, was passiert mit deinen Daten. Richtig. Was ist denn eigentlich mit Leuten, die eine Konsole haben? Können wir da irgendwas empfehlen? Ja, klar. Ja. Genau. Aber nur mit Leuten, die eine PlayStation 4 haben, 4 Pro oder 5. Dann klar, die PSVR 1. Vielleicht in irgendeinem Megapack für 250 Euro mit 5 Spielen dabei. Ne, ansonsten ist es auch schon etwas alt, die PSVR 1. Wird dünn. Genau. Es wird schon so langsam etwas dünn und dann lieber eine Quest 2. Und ansonsten kann man sagen, nächstes Jahr kommt eine PSVR 2 raus, die nochmal die meisten Headsets, über die wir jetzt gesprochen haben, wahrscheinlich total, wie kann man sagen, sie wird besser sein, viel besser sein. Ne? Überholen wird, genau. Also nächstes Jahr kommt nochmal ein bisschen was mit der PSVR 2. Aber für alle, die jetzt eine PlayStation haben, 4 Pro und 5, ich persönlich würde immer noch sagen, ja, eine günstige PSVR 1 mit ein paar tollen Spielen, die es vielleicht nur gibt für die PSVR. Resident Evil 7 zum Beispiel für Leute, die Horror gerne mögen. Ja, du hast es gestreamt. Das ist auf jeden Fall mein Besuch wert. Es ist also Besuch wert. Ich kann sagen, vor einem Jahr habe ich die PSVR 1 für 100 Euro gebraucht gekauft. Ja. Mit Kamera. Ja, cool. Da kann man nichts gegen sagen. Ne? Ja, genau. Ihr müsst aber, wenn das eure erste VR-Experience jetzt in 2021 ist, bedenkt, das ist nicht das, was VR eigentlich heute bieten kann. Ne? Es geht viel besser. Genau. Und nicht nur, damit meine ich nicht nur Bildqualität, die ist sogar gar nicht so schlecht für die Verhältnisse, sondern man hat halt keinen richtigen Controller. Ja, da geht alles über den DualShock 4 Controller. Man hat nur Front-Tracking, das heißt, man wird von vorne mit einer Kamera beobachtet und kann sich eben nicht rumdrehen, was zum Beispiel bei VR mittlerweile Goldstandard ist. Ja, da gibt es gar keine Diskussion, dass es das nicht mehr gäbe. Aber zahlt eben auch nur 100 Euro vielleicht gebraucht. Also wenn ihr da eine PlayStation habt, würde ich echt so guck mal bei eBay oder so nach einer gebrauchten. Ja. Genau. Ja, cool. Ich denke mal, dass das Video vielen Leuten helfen konnte. Einsteigern, die jetzt vielleicht noch überhaupt keine Ahnung haben, was es da nicht gibt, um mal so einen Überblick zu bekommen.
Ihr bekommt viel, viel mehr Informationen auf unseren beiden Kanälen. Schaut mal bei New Via Tech vorbei. Der Link ist unten in der Beschreibung dieses Videos. Und auch auf MRTV bekommt ihr natürlich genau diese Informationen. Also schaut definitiv mal auf unsere beiden Kanäle vorbei. Und wenn ihr wirklich noch viel mehr Detailinformationen über alle Headsets haben wollt, genau die geben wir euch auf unseren Kanälen. Also schaut definitiv mal rein. Ja, wir hoffen, dass euch dieses Video geholfen hat. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr unsere Kanäle noch nicht abonniert haben solltet, tut das. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Ciao.